Ja, hey Leute, zu einem weiteren Tutorial, und zwar, wie kann man Pokémon hacken? Ja, das zeige ich euch jetzt. Und zwar werden wir zuallererst mit was Leichtem beginnen. Wie kann ich in Pokémon meine eigene Map erstellen? Und dazu gibt es ein ganz, ganz tolles Tool, nämlich hier die Advanced Map. Und die starten wir auch gleich mal hier mit ausführen. Wupp. So, Moment, ich muss sie hier so reinziehen, weil mein Bildschirm, den habe ich begrenzt, weil der noch ziemlich voll ist mit anderem Kram und das wollte ich nicht wegmachen. Deswegen ziehe ich das alles mal hier so in die Breite, ne? So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Na? Und hier könnt ihr schon einige Sachen sehen. Aber das alles bringt euch gar nichts, wenn ihr keine ROM habt. Wie ihr eine ROM downloadet, ja, da habe ich schon im letzten Tutorial das gezeigt und gesagt, wie es geht. Dann guckt ihr bitte das an. Aber wenn ihr jetzt eine ROM habt, geht ihr auf Datei, ROM laden. Und dann hier auf dem Desktop haben wir hier dann die Pokémon Feuerrot Deutsch. Das ist meine ROM, eine GBA-Datei. Und die öffnen wir. Dann könnt ihr hier schon an der Seite sehen, dass sich drei solche, ja, ich sag mal, Ordner gebildet haben. Einen Header, eine Anbindungsliste und Map-Dateien. Hier ist eine Test-Map. Ja, die existiert irgendwie nicht. Das ist ein Bug oder so. Und dann gibt es hier diesen Header. Hier gibt es Alabastia, Vertania City, Marmoria City und so weiter. Also diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, Maps hier bis zum Prismania City Einkaufszentrum und so weiter. Und wir gehen jetzt mal auf Alabastia und haben jetzt hier unsere Alabastia Map. Ne? Kennt ihr ja. Bestimmt Alabastia, oder? Ich schiebe das mal hier so ein bisschen raus. So. Dann können wir das ein bisschen größer machen, das Fenster. So. Ne, genügt jetzt erstmal. Und diese Map, die könnt ihr jetzt beliebig verändern. Ich werde jetzt mal hier hingehen, den hier ein Tool nehmen. Das ist der Eimer, der alles ausfüllt, so dass man mal hier alles einfach schwarz machen. Ne? Moment, ach nee, das geht eigentlich ganz einfach, indem ich hier so ein Feld ziehe und jetzt wop, 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 und da mal so durchfahre. Ups, jetzt habe ich ein bisschen was verklickt. Ja, ich mache hier gerade alles schwarz. Und zeige euch mal, wie wir so eine Map erstellen können. Eben mit den verschiedenen Tools und so weiter und so fort. Ich werde jetzt erstmal hier die Alabastia Map einfach löschen. Ja, ihr könnt es sehen. Ich lösche die Alabastia Map. So, da unten die Bäume noch weg. Gut, dann haben wir alles Mögliche jetzt hier gelöscht. Wir haben eine schwarze Karte. Und am besten fängt man an, indem man hier den Eimer nimmt und hier an der Seite Gras auswählt. Wir nehmen jetzt mal das hier. Und schon haben wir Gras. Dann nehmen wir hier wieder den normalen Cursor und sagen jetzt zum Beispiel mal, dass wir ein kleines Gebirge haben wollen. Dann könnt ihr hier unten schon mal euer, ja, hier das Gebirge aussuchen. Und wir fahren mal hier so in der Map rum. So, wop, 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 wop. Und dann nehme ich mir hier wieder den Eimer. Das hier fülle ich aus. Und schon sieht das Ganze etwas gebirgiger aus. Jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich noch ausbessern. Das mache ich gerade fix mal. Dann könnt ihr schon mal zusehen und lernen, ne? So, schwuppdiwupp. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das Pokémon, also das Mappen. Ja, okay, das Mappen ist eines der einfachsten Dinge. Aber naja, es gibt ja einige Sachen, die halt. Moment, wartet, hier und da. Nein, da muss keins hin. Da muss sowas hin. Nein, lasst mich überlegen. So was? So. Ja, muss mal gucken, so was so passt. Und dann haben wir hier schon einen großen Teil unserer eigenen Map hier erstellt, ne? So, schwuppdiwuppdiwu. Es ist egal, wenn ich nicht gerade schön mappe. Es ist ja eigentlich nur ein Tutorial. Ich möchte euch nur zeigen, wie man mit diesem Tool hier umgehen kann. Und ja,
Jetzt haben wir hier mal unsere grobe Map, also es geht auf jeden Fall schöner. Und dann könnt ihr hier jetzt zum Beispiel ein Haus reinsetzen. Ich mache das jetzt auch mal nicht schön so. Schwuppdiwupp. Ich lasse jetzt mal das halbe Dach weg. Aber naja, das könnt ihr, wenn ihr das Ganze macht, auch perfekt machen. Der Download-Link dazu ist nämlich in der Beschreibung. Das Dach lasse ich jetzt weg, ne? Egal, aber jetzt haben wir hier eine Tür. Dann gibt es hier ganz, ganz viele verschiedene Texturen, sage ich mal. Bis nach da unten, das ist so ein Alabasterhaus. Wasser haben wir noch. Die Bäume dürfen natürlich nicht fehlen. Das könnt ihr alles in die Map reinpacken und so weiter. Also so könnt ihr die Map gestalten, ne? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier oben seht ihr Map, dann gibt es hier noch die G-Daten. Und die ganze Sache sieht so aus. Was sind G-Daten? Ja, das fragt ihr euch jetzt. Hier seht ihr jetzt überall Cs. Und diese Cs bedeuten, dort kann der Spieler laufen. Und 1, Moment, ich habe 1 ausgewählt. Nein, jetzt habe ich 0 ausgewählt. Jetzt habe ich 1 ausgewählt. Da habe ich auf 2 geklickt. Komisch. Wenn ich jetzt hier eine 1 hinsetze, so über die Textur, dann heißt das, dort ist eine Blockade. Dort kann kein Spieler draufgehen. Auf eine 1, ne? Also hier dieses 1-Zeug, überall wo eine 1 steht, dort kann der Spieler nicht gehen. 0 heißt einfach, da ist gar nichts, ne? Und 4 heißt, oh nein, das ist 2. So, wartet. Das ist 3. Ach Gott, ich verklick mich. Oder was ist denn das? 4, ne? 4 bedeutet, hier kann man den Surfer einsetzen. Weil das jetzt gerade eine Testmap ist, wo die ich in einem Tutorial eben erläutere und so weiter. Hier im Hintergrund seht ihr eure originale Map und darauf legt ihr diese G-Daten. Das heißt, hier könnte man jetzt zum Beispiel über die Gebirgsketten hier laufen, ne? Und hier könnte man im Gebirge da Surfer einsetzen, hier könnte man nicht hinlaufen und hier wäre gar nichts. Wenn man hier reinläuft, ist der Overworld der Spieler einfach nicht mehr zu sehen. Ja, das war's zu den G-Daten. So, dann gehen wir zu den Events. Hier seht ihr schon ganz viele Events, die sind noch von der alten Alabastia Map. So, hier könnt ihr sehen, das hier sind Bodenscripts. Die legt ihr also auf einen Boden und wenn der Spieler drauf tritt, wird dieser Script ausgelöst. Zum Beispiel das hier ist jetzt der Script, bei dem Professor Eich erscheinen wird, wenn ihr den, wenn ihr ins hohe Gras geht, wird sofort Professor Eich kommen. So, das waren diese S. Ich lege das mal hier alles auf die Seite. Dann habt ihr hier ein F. Das hier sind die Flugpunkte. Wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, dass unser, also wenn wir Fliegen einsetzen, diese Attacke, können wir die da vorlegen. Und wenn man die einsetzt und zurück zu diesem Dorf möchte, landet man hier. So, das war das F. Das andere S mit orangem Hintergrund sind Signposts, oder Signposts, ne? Die werden hauptsächlich für Bücher, Bilder, Fernseher und Schilder verwendet. Also wenn man die anklickt, kommt dann eine Textbox und so weiter und so fort. Dann haben wir hier noch ein P. Das sind logischerweise die Personen. Hier seht ihr nur noch diese Fläche mit einem P, aber wenn ihr jetzt sehen wollt, wie man einen, ja, wie soll ich sagen, wie man einen, ein Bild von dieser Person möchte, geht ihr hier oben hin. Da ist so ein Spielerdings und jetzt seht ihr hier Professor Eich. Das ist das P. Und dann haben wir hier noch so eine Tussi und so einen Fettsack. So, und wenn ihr dann nochmal draufklickt, ist es wieder so. Und dann haben wir hier noch diese Warps. Wenn man da drauf geht, teleportiert man sich in eine andere Map. Das heißt so viel wie, Achtung, das hier war jetzt glaube ich für den hier. Also wenn ich hier jetzt reingehen würde in diese Tür, würde ich, ja, wir speichern einfach mal, hier wieder rauskommen. Und wenn ich hier reingehe, komme ich da raus. Das kann man alles hier an der Seite einstellen, aber das zeige ich euch ein andermal, ne? Gut, dann können wir mal zum nächsten rübergehen. Zu dem wilde Pokémon. Hier seht ihr den Typ Gras. Die Pokémon sollen zum Beispiel im hohen Gras angreifen
oder im Wasser oder bei Zertrümmerer oder an der Angel. Dann können wir hier mal Gras auf Hinzufügen gehen und die Häufigkeit verändern und hier das Minimallevel und das Maximallevel einordnen und natürlich das ganze Pokémon auswählen, ne? Und dahinter, was das mit der Nummer soll, das frage ich mich gerade auch. Naja, egal. Hier könnt ihr den Namen der Map auswählen, das heißt hier euren Namen ändern in bla 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 blubli blu. Weiter unten die Musik verändern, hier eine Höhle oder wie es in der Höhle aussieht, wie es mit dem Wetter aussieht, was für Wetter wir haben wollen, was für ein Typ das sein soll, soll es ein Ort sein, eine Stadt, ein Weg, unter Wasser, was weiß ich. Hier kann man noch was mit Scripts machen und hier kann man Tiles setzen. Moment, kann ich das irgendwie markieren? Nein. Aber hier kann man die Tilesets auswählen. Wir gehen nochmal hier oben auf den Tab Map und hier seht ihr, das ist Tileset 0 und da unten ist Tileset 1. Wenn ich jetzt hingehe im Header und gebe ein 20 und 5 oder 4, gehe auf Tileset ändern, gehe auf Map, dann seht ihr hier ein anderes Tileset, das heißt andere Arten von ja, Dingens und es ist eben jetzt so verändert worden und so weiter. Wenn ihr eine bestimmte Map haben wollt, könnt ihr euch ein bestimmtes Tileset aussuchen. Jede Karte hat ein eigenes Tileset und so weiter und so fort. Wenn ich irgendwas Falsches sage oder so oder was vergesse, schreibt es in die Kommentare und seid mir bitte nicht böse. Nebendran können wir die Map-Größe verändern. Wir haben jetzt 24 Blöcke in der Breite und 20 in der Höhe. Das kann man beliebig verändern und so weiter und so fort, ne? Gut, das war jetzt ein kleiner Einblick in die Advanced Map. Und ich hoffe, es hat euch etwas geholfen und so. Der Download-Link ist in der Beschreibung. Genauso wie ein schriftliches Tutorial für diese Map und so. Ich habe auch ein Forum gefunden, das sich mit Rumhacken beschäftigt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Link in der Beschreibung, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Und wenn es euch, also Daumen hoch freuen und wenn es euch gar nicht geholfen hat, dann macht einen Daumen runter. Und wenn ihr dieses Tool cool fandet, schreibt es in die Kommentare. Naja, egal, bis dann, euer Basti zockt. Bis dann. Ciao.